Kiki, kom maar. Als het zo lang is, zei dat het niet aan de voorrang verdarf. Iets kees je zo zo vraag voorhang hoef. Want voor een paar mannen toe kloffen bist, en schoen gaat rood om het slopen. Kom niet! Tommy heeft mij gefressen als du. Hij is aber auch mehr im Dorf rumgeläutscht. Heute kann ich die Tagesschau gar nicht schauen. Ich überhaupt gerade nichts machen. Eddie hat mich zu fest geklopft mit seinem Hustenanfall. Schon seit Wochen hustet er jetzt so verrückt. Aber zum Doktor ging er nie. Ich sage mir es doch immer wieder. Der Otti hat es genau gleich gehabt. Hätte ich gesagt, der Schwiegervater wäre noch zu retten gewesen, wenn er rechtzeitig zu einem Doktor wäre. Ich selber bin zwar auch nie gern gegangen. Aber das sage ich Medi natürlich nicht. Mit dir, Miki, sollte jetzt auch einmal zum Tierarzt. Du hast Würmer und gar kein schönes Fell mehr. Das tut dir ein bisschen leid, Mann. Und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Die hat jahrelang wüst gehustet. Bis er einmal beim Heuabladen hatte einen Zusammenbruch. Dann ist er zum Doktor gegangen. Weil er gemeint, er hätte auf dem Herz. Nach den Untersuchungen hat man es gewusst. Der Otti hat Lungenkrebs. Er wollte nichts wissen von einer Operation. Wenn ich noch 2-3 Jahre das Leben habe, reicht mir das, hat er dem Doktor gesagt. Ich habe meine Sache geleistet im Leben und kann ruhig sterben. Ich bin gern wie mehr. Dann hätte ich Husti einfach genau gleich wie der Otti. Noch eine so eine Zeit mitmachen wie mit dem Otti. Das will ich schon nicht. Dann habe ich manchmal gedacht, jetzt mache ich den nicht mehr. Ich bin aber selber ganz krank geworden. Und zuschauen, wie man Menschen wegstirbt. Und man kennt. Und man gern gehabt. Das beelendet einem. Wenn man sieht, dass man nicht so viel helfen kann, wie man gerne möchte.
Het is gerade ein Jahr her, als der Otti gestorben ist. Aber ein Sonntag war es. Sonntagmorgen hat sich Kathi angerufen und gesagt, am Otti ging es so schlecht, da bin ich nicht schauen können. Er hat viel schlechter geredet als am Tag vorher. Der Tumor ist in den letzten paar Tagen über einen Lungenflügel ausgewachsen. Die ganze linke Seite vom Hals war geschwollen. Die Stimmbänder haben unter ihren Geschwulst gelitten. Als es mit Tag an, gegen Abend, ist sein Gesicht wie spitzer geworden. Das linke Auge hätte er nicht mehr auftun. Er hat geröchelt. In ein angeschossenes Tier. Ist eben durch Marco Bey. Der Doktor ist gekommen und hat ein Morphium gespritzt. Am Samstag konnte man noch bis auf 5 zählen, wie der Atem ausgesetzt hat. Jetzt ist man schon über 10 rausgekommen. Wie ein Teufel, wie der hat angefangen zu gurgeln. Wie der Atem wieder eingesetzt hat. Am Samstag auf den Sonntag hat die Kette bei ihm gemacht. Sie hat gesagt, der Atem hätte schwer müssen kämpfen. Plötzlich habe ich gesagt, jetzt ist der Rabt in der Falle. Sie sind ganz geklüpft, was das gehört habe. Ein bisschen später habe ich gesagt, kann ich dich noch kommen? Ich habe die letzten Schuhe an. Und nachher habe ich gesagt, er wüsste nicht mehr, wo er sei, sie sollen das Lein nachholen. Wir sind Tränen runtergelaufen, wo mir das die Kette erzählt hat. Und ich wusste, dass der Otti mich auch noch für seine letzte Stunde am Bett haben wollte. Aber am 8. ist er gestorben. Und seitdem hat er mir jeden Tag gefällt. Er war halt einfach ein Mann, wie es so auch schon immer selten gegeben hat. Wem hat der nicht alles geholfen? Jetzt haben sie aber sogar die Nachbarskinder zu einem Aufgaben machen, wenn die Eltern nicht mehr helfen können. Die Kathi, seine Frau. Nein, die Sophie, seine Frau, hat manchmal gesagt, er gehe gescheiter früh ins Bett. Er ist nämlich schon immer um 4:30 auf. Ich schaue gescheiter nicht Fernsehen. Es kommt dann wieder so etwas wie einmal, als ein paar Leute über Vergewaltigungen geredet haben. Habe ich mich aufgeregt, dass die Frauen am Fernsehen erzählen, wenn so etwas passiert ist. Der Reiseleiter, der zur Nacht in einer Stadt zu einem wildfremden Mann ins Auto gestiegen ist, habe ich nicht geglaubt, dass die ist vergewaltigt wurde. Ich habe doch etwas gesucht. Hinten drei Türen sind so scheinheilig. Unser Reis hat sich geschämt, so etwas weiter zu laufen. Aber heute haben die Leute halt keine Schande mehr. Sogar die Moderatorin hat erzählt, dass sie als junge Frau zweimal überschossen wurde. Männer sind halt einfach so. Meinen denn die Frauen eigentlich?
Die heeft gar niet gemerkt, wie viel mir auch bei der Rotti. Wenn ich im Heuet oder in Rennt oder beim Runkeln putze und Herdöpfe auflesen bin, helfen. Ja, mit dem Geld Menge Rechnung können zahlen. Wenn ich gesagt hätte, wie viel das mir der Rotti hat gezahlt, hätte mir das Geld sicher abgenommen, aus Versoffen. Jetzt sind sie vorbei. Jetzt habe ich die AHV. Und er auch. So geht es ja ganz gut. Wenn ich nur so könnte abliegen und einschlafen wie das Miki. Mitte Oktober war ich noch das letzte Mal mit dem Motti am Friedhof. Er hat nicht mehr dort hochgelaufen. Immer wieder wollte er auf den Friedhof. Um zu schauen, wo jemand sein Grab herkommt. Er hatte dann schon fast keine Kraft mehr. Ich musste an den Grabstein haben, so vorwärts kämpfen. Gottlob war aber niemand rum. Was hätten noch die Leute gedacht, wenn sie den Otti gesehen hätten? Ich war etwa in der 2. Klasse. Einmal an einem Samstag alle Schüler sind die neuen Glocken aufziehen. Die Rosse haben sie auf einem begrenzten Wagen für die Kirche gebracht. Und wir haben sie nachher an einem langen Seil in den Turm aufgezogen. Als alle Glocken im Turm oben waren, haben die Schüler ein Nussgipfel bekommen. Mit her haben die Glocken denen an der Hochzeit geläutet, die sie haben aufgezogen. Und jetzt schon viele wieder ins Grab. Wie dann am letzten Sommer im Jura, wo der Turnverein ist gewandert. In einer Wirtschaft hat sie die Wirte gefragt, ob sie gerne so kleines Zeug essen, das selber zum Aperitif gäbe. Wieso haben sie gefragt? Ist etwas fürgeblieben? Die Wirte hat gesagt, allerdings ist etwas fürgeblieben. Die Hochzeitsgesellschaft vom letzten Samstag konnte nämlich nichts mehr können essen. Wieso haben sie gefragt? Was ist denn passiert? Die Wirte hat gesagt, also so etwas habe sie jetzt doch noch nie erlebt. Als das Hochzeitspaar zur Kirche rauskam, hat man am Himmel einen Fallschirmspringer gesehen, um zu fliegen. Ich habe noch gedacht, der kommt jetzt mal schnell oben runter. Und schon sei der mit den wunderbaren roten Rosen in der Hand vor dem Brautpaar am Boden geprätscht und dort tot bleiben liegen. Von gratulieren hätte ich natürlich keine Rede mehr sein können. Es war dann so schönes Wetter.
Als we het laatste Mal zusammen über den Friedhof sind. Die Alpen geleuchtet. Auf dem Friedhof war eine wunderbare Stimmung. Darum habe ich zu ihm gesagt, komm, wir hocken noch ein bisschen auf das Bänkchen. Wir haben über den Friedhof weggeschaut, auf das Feld raus, wo noch Motti war und am Friedhof grenzt hat. Mir ist in Sinn gekommen, wie mir der Dänisch vor vielen Jahren haben die Puppen gestellt bis spät in die Nacht hinein. Gegen Abend ist der Otti fragen, ob der Edi und ich ihm helfen. Sie möchten noch den Roggenbinde meiern bei den Kirchen oben. Edi und ich haben sofort gesagt, dass wir gehen mal helfen. Er hat dann sowieso gerade die Ferien gehabt. Ich war immer froh, dass er die Ferien gar nie für länger fort wollte mit mir. Gerne, das habe ich sowieso gern. Na, mir geht das so gern gut da. Schaffen und sich bewegen, das ist das Beste für einen Menschen. Mache ich vom Frühling bis in Herbst noch ein bisschen im Garten. Im Winter habe ich einfach zu wenig Bewegung. Das Autos turnen gehe ich aber gleich nicht. Ein Motti-Saison ist auch mit 4 Ross mit dem Bindemeier gefahren. Der Rotti war im Jahr 1949 der erste Bauer im Dorf, der ihn gekauft hat. Er hat gesagt, das Nachlegen ist eine verrückt anstrengende Arbeit. Wenn man es leichter kann im Leben, soll man es auch leichter machen. Durch den Sommer hat der Rotti immer ein 40-Ross gehabt. Meistens war es ein ausrangierter Dragoner, den ihm der Feehändler gegeben zu brauchen. Rotti war ein Rössler. Sophie hat manchmal gesagt, ich glaube, der hat niemand so gern wie die Ross. Jetzt sehe ich wieder den Abend vor mir. Als ich mit dem Sophie und dem Motti bin gerade Kosaken schauen, wo einer da im Dorf eine Vorstellung gegeben hat. Die hat sich schon manchen Tag vorher darauf gefreut, die schönen Ross und die grossartigen Reiter zu sehen. Die hat nicht wollen, Mikkel. Sophie hat dann noch einfach gesagt, an was hat er eigentlich Freude? Ich weiss es heute noch nicht. Auch am Hocken und am Trinken in der Wirtschaft. Muss halt jeder Mensch selber wissen, was ihm etwas sagt. Jetzt sehe ich gerade wieder, wie ein Kosak ist, kam zu reiten und wie er während dem Reiten unter dem Bauch vom Ross durchgeschlafen ist. Plötzlich wieder ist im Sattel gehockt. Rotti hat gestrahlt von Freude. Und noch lange nachher hat er das immer wieder erzählt. Die Dragoner, die Rotti durch den Sommer hatte, das waren feurige Ross. Die sind am Bindemeier anders gelaufen als die drei Freiberger. Rotti ist auch auf dem Bindemeier oben gehockt und hat den Stumpen geraucht. Wegen den Brämen, den Mucken. Ein Stumpen rauchen ist sicher die Schuld, dass im Lungenkrebs war. Hey, die hat jetzt halt auch schon manches Jahr gegen 2 Päckchen geraucht im Tag. Ich habe ihm immer gesagt, Edi, es geht und geht, bis es gegangen ist. Bist du noch einmal ruhig, hast du nicht auf mich gehört. Das ist wie in diesen Mannen.
Die wissen doch genau, dass das Rauchen und das Trinken ruiniert. Sie machen es gleich. Was habe ich sonst schon, hat der Albe gesagt. Dann sieht man nur, dass ich gar nicht mehr gesehen für ihn. Er hat doch nie geschätzt, was ich für ihn gemacht habe. Wenn er so krank werden soll, dann kommt es dann raus, ob ihm noch etwas bedeutet. Dann sage ich dann nämlich, er ist Edi. Ich kann dich nicht mehr pflegen. Man selber nicht mehr. Wenn er dort ins Spital will und nichts davon sagt, dass er lieber daheim bleiben will, dann weiss es dann. Ein Mädchen war ich auch immer gleichgültig. Es gibt Frauen im Dorf, die gehen ihren Mann in die Wirtschaft holen, wenn er zu lange nicht heimkommt. Hätte ich nie können. Die haben mich nur lächerlich gemacht damit. Eri hat nämlich immer gesagt, du holst mich nur einmal. Dann hätte ich mir vor allen anderen Leuten so wie uns gesagt, dass ich nicht noch einmal gegangen wäre. Man muss dem Mann die Freiheit auch gönnen. Ich bin auch gern für mich an einem Abend machen, ungestört meine Sachen. Oder schaue Fernsehen. Ja, ich mag einfach nicht Fernsehen schauen. Geht ihm alles zu lang. Das ist halt vom Bau zu müde an einem Abend. Lesen oder Radio hören, hat er mir nie etwas gesagt. Er war immer am wohlsten in der Wirtschaft. Sie gehen etwa die gleichen, die immer beieinander hocken. Seit Jahrzehnten. Da habe ich am Abend ja auch meine Freiheit. Gerade kürzlich habe ich gelesen, wie ein 10-jähriger Bub von daheim fortgelaufen ist, weil er frei sein wollte. Er wollte aufs Meer. Basel im Rheinhafen hat er ein Ruderbötli genommen und ist davon gerudert. Dort hat er einen 14 Meter langen Reinschlepper entdeckt, hat die Kabinentür mit den Eisenstangen aufgebrochen, die Tau gelöst und ist davon gefahren. Aber er ist rein aufwärts gefahren, statt Richtung Meer. Als er gemerkt hat, dass ihn die Polizei verfolgt, hat er sie probiert abzuschütteln und ist im Zickzack herumgefahren. Der Polizist hätte auf den Schlepper gumpen und den Bub aus dem Verkehr ziehen. Die Eltern werden gehört haben. Wenn er das Polizei erzählt hat. Ich habe einfach gelust nach irgendetwas. Soll ich noch eine Büchse Fruchtsalat aufmachen? Nein, die hätte sich nie können beklagen wegen dem Essen. Dann habe ich gerne gut gekocht. Wenn er nicht gut ausgesehen hat, war es nicht wegen dem Essen gewesen. Wegen der Sauferei. Dem sein Leben ist ganz sicher kaputt. Gar nicht anders möglich. Manchmal verwundere ich mich, dass er überhaupt noch lebt. Was so Männer. Nur in einem Jahr alles hinter den Schütten.
Etwa Mitte Oktober bin ich noch das letzte Mal mit der Mutti beim Doktor für zu röntgen. Dann war er gerade nicht schlecht beieinander. Er hatte wieder ein bisschen Hoffnung gehabt. Als er den Doktor gesehen hat, hat er zu ihm gesagt, heute gibt es sicher ein bisschen besseren Bescheid als das letzte Mal. Aber der Doktor hat nichts darauf gesagt. Er hat uns die Röntgenbilder gezeigt. Der ganz linke Lungenflügel war jetzt verkrebsen. Im April war erst etwa ein Viertel überwuchert. Die hat den Doktor angeschaut und zu ihm gesagt, jetzt geht es auch nicht mehr länger als 14 Tage. Nein, hat der Doktor gesagt, es kann noch bis zur Weihnacht gehen. Otti ist nicht erklüpft wegen dem. Manchmal hatte ich das Gefühl, er glaubt gar nicht mehr daran, dass er nächstens sterben müsste. Seit einem Monat hat er auf den Tod gewartet und wäre wegen der Spritze froh gewesen, er hätte gehen können. Als der Atem jede Woche kürzer geworden ist und dass er gängig wie wenige Schritte aneinander können laufen ohne zu verschnaufen, das hat er zwar schon gemerkt. Eigentlich hätte er mitgerechnet gehabt, schon im Sommer können zu sterben. Aber die Mittel, die Spritzen vom Doktor, haben den Tod immer wieder rausgeschoben. Mit aller Gewalt wird man am Leben behalten, hat er aber gesagt. Wieso weiss ich ihm nicht gehen? Du, Lina. Du und Kathi brauchen nur viel Zeit für mich. Und zuletzt war es ja doch für nichts. Lotti, habe ich zu ihm gesagt, so etwas darfst du nicht sagen. Da bin ich ja nicht gedacht. Du hast mir immer viel bedeutet. Den Dienst erweise ich dir gern. Im Wartezimmer musste ich ein paar Minuten auf den Opti warten. Frau Wagner war schon der, wegen Blutdruck. Sie war bei einem Grosskind in der Ostschweiz zur Hochzeit. Sie hat gesagt, sie hätte sich fast geschämt, dass sie überhaupt gegangen sei. Ich habe nicht recht zuhören, was sie erzählt hat. Seit der Otti so krank war, habe ich mich nicht mehr bekümmert, was im Dorf so geht. Sie hat gesagt, das Grosskind sei 7 Jahre mit einem Geschäftsmann verlobt gewesen. Der hat dem Renat viel geboten, er hat viel Schmuck geschenkt, was sogar noch behalten konnte, was auseinandergegangen sei. Aber das Renat wollte ihm zeigen, dass er sofort wieder einen anderen Mann finde. Schon nach ein paar Monaten sei es mit dem Mechaniker von Zivil. Am Hochzeit war der Pfarrer eine Viertelstunde eher fertig gewesen. Das hat dem Renat gepasst. Es hat dem Garchauffeur gesagt, er soll auf dem Weg ins Hotel, wo man essen ist, einen Umweg machen. Und dann hat es dem Chauffeur den Umweg genau erklärt. Plötzlich hat die Tochter von der Frau Wagner zu ihr gesagt, das darf nicht wahr sein, aber jetzt fahren wir beim ehemaligen Freund von Renat vorbei.
Dann sei ich Gott lad nicht vor dem Haus gewesen, aber der Mercedes sei auf dem Parkplatz gestanden. Frau Wagner hat gesagt, dass Renate krank sei. So etwas habe ich jetzt doch noch nie erlebt, so etwas Geschmackloses. Ja, nicht mehr drauf sagen. Aber ich habe den Umweg ein bisschen verstanden. Es gibt auch viele Leute, die im Geist mit jemand anderem zusammen sind, als mit denen, die sie müssen zusammenleben. In dieser Beziehung ist die Filmstarre besser. Liz Taylor zum Beispiel, die stört nicht lange mit dem Mann. Die stellt jeden vor die Türen, wenn er zu blöd wird. Dann heiratet sie einen Neuen. Und er mehr sagt als der Alte. Mit Recht macht sie es so. Leben ist schliesslich kurz. Aber von der Brigitte Bardot habe ich gelesen, dass die eigentlich am meisten an ihren Hüngen hängen. Und eine schöne Frau. Aber wer weiß? Die hat vielleicht ganz andere Probleme als unsere Reis. Und jetzt sind sie halt auch viel unterwegs und das ist natürlich Gift für sie nicht. Man hat einen fast nie gesehen. Das ist auch für alle schwer, das Zusammenleben. Wie haben sich eigentlich Sophie und Rotti gemacht, dass die es so schön hatten zusammen? Wäre ich nur nicht mitgegangen. Wenn man sich überlegt, hätte ich es ja vorausgesehen. Was habe ich jetzt davon? Nichts. Also, ich muss das Hemmli flicken. Als wir am Morgen um 6 Uhr auf dem Bahnhof gestanden sind, und Gotti hat gesagt, jetzt wollen wir einmal 2 Tage lang einen durchgeben, habe ich meine Sache gedacht. Immer dann, wenn sie es zusammen lustig haben, jetzt am schlimmsten. Er wird gesoffen und gesoffen. Zuletzt kennen sie keine Grenzen mehr. Aber als sie einander noch abgeschlagen haben in der Grotte, das hat mir gerade den Bogen gegeben. Plötzlich war so ein Typ auf dem Medi oben und reisst ihm das Hemmli vom Leib. Ich habe gestern zum Medi gesagt, auf der Einladung hat es etwas geheissen von Pflege der Kameradschaft. Jetzt hocke ich da, flicke das Hemmli. Wenn ich mir die extra für die Musikreise gekauft habe. Als wir in der Grotte innen abgehockt sind, habe ich noch zum Edi gesagt, Edi, pass auf, wie du trinkst. Die trinken sonst gern Bier. Die hat einen Bierschluck. Trink bitte den Wein nicht mit dem Bierschluck. Sonst kommt es nicht gut. Aber der lässt man halt nicht auf ihn. Überhaupt. Dann lasst ihr schon auf mich. Aber für ihn nachher die Sache wieder in die Ordnung zu bringen, ist mir die Augen gut genug. Ich habe gestern wieder zum Edi gesagt, Edi, irgendetwas stimmt halt gleich nicht mit eurer Kameradschaft. Sonst hättet ihr einander doch nicht am Grin genommen in der Grotte. Nur weil ihr ein bisschen getrunken habt. Ich habe mich geschämt wie noch nie im Leben. Sich einfach an so Gala aus sich ausleben, ist doch Bubenzeug. Ich hatte sonst nie etwas gegen Blasmusik. Im Gegenteil. Ich bin der Meinung, eine Blasmusik gehört in ein Dorf, unbedingt.
Sie tät auch noch Leute gut. Besonders heute in unserer Zeit. Und Depressionen scheinen sie so zunehmen. Was steht jetzt auf dem Schachtel vom Doktor mit den Tropfen drinnen? Zur Anregung von Atmung und Kreislauf. Und zur Stärkung der Herzen. Ich bin froh, dass man es jetzt endlich gesagt hat, dass man manchmal so Sturm ist, dass ich gar nicht mehr weiss, wo ich bin. Einmal beim Schuhputzen habe ich gedacht, so, Lina, jetzt musst du gehen. So schlecht war es mir noch nie gewesen. Bei Kollapsneigung 15 Tropfen zu nehmen. Ein paar Jahre lang habe ich immer so plötzliche Angstzustände bekommen, ohne eigentlich zu wissen, warum. Und darauf habe ich so ein verrückt starkes Herzklopfen. Vielleicht hätte mir der Doktor schon dann helfen können. Jetzt habe ich Gottlob nicht mehr so Depressionen. Wieso, weiss ich selber nicht. Ich bin jetzt alles ein bisschen gelassener. Ich bin zufrieden, dass ich so weit noch gesund bin. Noch klar kann denken. Meine Ruhe, meine Erinnerungen. Ich habe Freude. Es ist so viel Schönes, was einmal ist passiert, was ich vergessen habe. Das Hemdli sieht aus. Mit dem kann er nur mal am Samstag im Garten arbeiten. Im Herbst, also etwa im September, hat der Doktor den Rotti das letzte Mal gewogen. Ich bin neben der Waage gestanden und gesehen, dass er nur noch 38 Kilo ist. Gott lob, hat der Bruder nicht angehabt. Als ich von der Waage abgenommen habe, hat er gefragt, wie schwer bin ich noch. Die Schwester hat mich angeschaut und gesagt, 50 Kilo. Ob er es geglaubt hat, weiß ich nicht, er hat nichts drauf gesagt. Mit Papiernastüchern habe ich Motti auch bei Schleimstrengen zum Haus ausgezogen, dass er nicht verstickt ist. Wenn es bei mir die auch noch einmal machen müsste. Ich im Herbst habe ich einmal am Morgen gefunden, in der Hostet. Er ist am Boden gelegen, weil es ihn beim Schuhbingen überschlagen hat. Von weitem habe ich gemeint, er liege tot am Boden. Sich einfach nicht mehr selber aufhelfen können. Wie ist schon lange da, Otti, habe ich gefragt. Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Ich wollte nur mal die Schuhe bringen. Wo habe ich jetzt den Zettel, den der Metzger hat geschickt? Der hat doch wieder Aktionen nächste Woche. Der Zettel muss noch im Anzeiger liegen. Und der liegt hier auf dieser Biggie mit dem Heftchen, die ich schon lange gehen will. Ist nicht das Inserat in der Zeitung gewesen, sei in diesen Tag Papiersammlung. Etwas muss ich natürlich auch gerne selber machen. Edi hat noch nie ein Biggie Papier zusammengebunden. Hier ist ja noch das Heftchen vom März.
Wieso habe ich das aufbewahrt? Nein, ich denke mir auch beim Durchblättern, das willst du noch lesen. Und später weiß man gar nicht mehr, was es wäre. Jeder Tag verdient seinen Höhepunkt. Doppelrahmglasse mit vielen Baumnüssen. Das nehme ich mir jetzt gerade an. Aber im Tiefkühlfach kein Platz für Glasse. Im Nest lauert Gefahr. Das hilft ja wegen dem Artikel auf Seite da. Das Nest im Tier und besonders im Vogelreich versinnbildlicht für viele Geborgenheit und Sicherheit. Der Begriff Nestwärme drückt solche Vorstellungen besonders deutlich aus. Nestwärme. Nestwärme. Und heisst sie, was das für Fergusse da mit den langen Schnäbeln? Ah, da. Zwei Ibisse das. Doch die Wirklichkeit vermittelt ein ganz anderes Bild. Nestbewohner drohen Gefahren wie kaum anderswo. Das wäre auch schon noch interessant zu lesen. Ich bewahre das noch ein bisschen auf. Gerade gestern hat mir Frau Heberli etwas erzählt, was mich nachher noch den ganzen Abend beschäftigt hat. Sie hat den Namen nicht sagen von dieser Familie, was sie davon erzählt hat. Aber sie hat gesagt, ich kenne die Leute auch. Seit Jahren hat sie beobachtet, dass die Frau manchmal blaue Flecken im Gesicht hatte. Kürzlich hat sie sie im Dorf getroffen, da hat sie ihr alles erzählt. Der Mann schläft ihr bei jeder Gelegenheit ab, wenn er sich ab etwas ärgert. Und die Frau lässt sich das seit Jahren bieten, ohne jemandem etwas zu sagen. Ausser jetzt der Frau Heberli. Aber ihr kann man auch noch etwas anvertrauen. Das ist nicht eine, die viel in den Häusern rumlaufert. Die Frau hat den Mann scheinbar gezwungen, sie zu heiraten. Die Hochzeitsgäste waren genau schon im Gar innen, wo man plötzlich gemerkt hat, dass der Bräutigam fehle. Jemand hat ihn gesehen, im Wald rauflaufen. Dort oben haben sie ihn eingefangen und zum Gar abgebracht, dass sie endlich in die Kirche gehen können. Ich habe ihn gezwungen, mich zu heiraten, hat die Frau immer wieder gesagt. Jetzt muss ich die Strafe halt auch akzeptieren. Frau Heberli hat ihr gesagt, aber doch nicht gerade so. Geht zur Polizei und klagt. Die geht ja arbeiten und bringen Geld. Hey, der hat euch nichts abzuschlagen. Ich habe gesagt, das meine ich auch. Das hat er nie gemacht. Abgeschlagen hat er mich nie. Er hat es meinem Bruder gesagt, er hat etwas erlebt. Auf die Idee, im Wald raufzulaufen, wäre ich am Hochzeit nicht gekommen. Wenn ich sie gehabt hätte, wäre ich auch nicht so geschwind wieder runtergekommen. Wenn ich dann gewusst hätte, was auf mich zukommt. Aber jetzt. Es gibt vielen anderen Frauen ja gleich wie mir. Wo etwas ist ja überall. Gerade kürzlich hat der Martha im Blick eine junge Frau geschrieben, was sie so machen soll. Weil ihre Freund immer ins Wirtshaus gehen und erst mit zur Nacht heimkommen.
Hij interesseert was Marta erop geantwoord heeft. Dat is abgeschreven. Seit haar schon manchmal wieder gelesen. Mann wird aus allen möglichen Gründen zum Überhöckler, um sich von den Frauen im Allgemeinen und der eigenen im Speziellen zu erholen. Aus Bequemlichkeit, Mangel an Interessen. Und dann muss sich die junge Frau jetzt halt abfingen, dass Männer am Abend lieber mit anderen Männern sind als mit der Frau. Jemand hat einmal erzählt, sie kenne jemanden, wo plötzlich neue Männer gekommen sind. Wie ich da gar nicht können singen. Etwas müssen sie halt schliesslich auch haben, die Männer. Und eigentlich ist man ja lieber so, als wenn er gerne mit anderen Frauen ab wäre. Der bessere Kreis geht scheint viel in dieser Beziehung. Ich vermöge teure Freundinnen zu haben, dann gehe ich in den Massagesalon. Maule nicht länger, hat Marta geschrieben, sondern mach deinem Freund einen Vorschlag zur Güte. Eine Stunde beiz, den Rest mit dir. Oder zwei Abende ohne mich, den Rest, die restlichen gemeinsam. Marta hat noch eine Ahnung von einem Mann. Ich meinte, einem Mann könnte man einfach nur so befehlen, wie man einem Hund und die Klappe ist. Vicky? Vickele? Ich habe noch eine Schlaftablette. Ich weiß gescheiter. Ich kann denke, du sowieso wieder nicht schlafen. Aber man soll es nicht übertreiben mit diesen Tabletten. Gerade da in einem Heftchen hat es geheissen, wie schädlich das es sei, wenn man jedes Mal gerne gerade eine Tablette nehme, wenn es nicht gut geht. Die Hitze vom letzten Juli hat der Rotti fast nicht mehr vertreten. Ich war froh für ihn, als nach 14 Tagen endlich wieder einmal regnete. In den Sommer ist es Motti gängig schlechter gegangen. Seit Wochen war nur noch Haut und Knochen an ihm. Eigentlich habe ich mich gefragt, wie ist das so möglich? Dass der Otti noch gängig noch schwächer werden kann. Der Tumor frisst den armen Mensch vollständig auf. Ja. Da, jetzt habe ich es. Bald jeder Schweizer kommt nicht mehr ohne Schmerz- oder Beruhigungstabletten über die Runden des Alltags. Was haben die Leute? Die haben doch noch fast alle Arbeit und ein gutes Einkommen. Die Schweiz hält den Weltrekord im Pillenverbrauch. Das war auch etwa im Juni. Und er hat das letzte Mal probiert, Gras zu mähen. Er musste sofort wieder aufhören, weil er fürchterlich anfangen musste. Nachher ist er um einen Tengelstein abgehockt und hat gesagt, ich bin einfach krank. Einfach krank. Wenn mir das alles in den Sinn kommt. Ich sehe ihn auf dem Tengel in Stein hocken, wie es gestern gesehen wäre. Dabei ist es doch schon über ein Jahr.
Wieso habe ich mich eigentlich einmal für dich entschieden, Nettie? Habe ich dich nötig gehabt? Aber eben. Man war halt jung. Jung und dumm. Wir waren dann noch nicht geheiratet, wo der Gotti, der Eddie und ich einmal an einem Sonntagnachmittag spazieren waren. Als wir an einem Weiher vorbeikamen, sind, bin ich auf einem Stein abgehockt. Ich habe einen Fisch zugeschaut. Wir sind so schön langsam rumgeschwommen. Ich habe verschiedene Pflanzen freut. Um den Weiher herum waren. Als ich eine Zeit lang so einen Fisch nachgeschaut habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich sei der Fisch selber. Und ich schwimme in diesem Weiher herum. Ich habe zum Medium und zum Gotti gesagt, kommt, hockt hier ab und probiert das auch mal aus. Ihr müsst schön still sein und euch ganz in einen Fisch versenken. Plötzlich vergessen ihr noch und ihr habt das Gefühl, der Fisch seid ihr selber. Ihr habt nur gesagt, was erzählst du für komisches Kebenzeug? Komm du dir öppe, wir haben Durst. Wir wollen noch eins trinken, bevor es Abend wird. Dann war ich zu jung, um zu wissen, dass zwei, die zusammenleben für das Gleiche sollten Sinn und Geist haben. Vielleicht ist sie ihm das Leben lang gleich gegangen mit mir und ich bin einfach jemand für ihn, der ihm die Sache macht und ihm kocht. Ihm aber eigentlich nichts bedeutet. Wieso hat das echt müssen sein? Dass nicht Sophie der Otti konnte pflegen in seinem letzten halben Jahr. Mit dem Sophie hat er das Leben verbracht. Ich durfte nur den Sterbenden Otti streicheln. Einmal hat der Otti behauptet, er hätte das Biss verloren. Überall haben wir es gesucht. Er hat gemeint, vielleicht sei es ihm beim Erbrechen ins Becken gefallen und die Kette habe sie runtergelegt. Am nächsten Tag beim Betten habe ich die Zunge im Bett gefunden. Als wir es bringen, bin ich vor dem Haus gestanden und habe zugeschaut, wie sie das letzte Ross, das er noch hatte, eingeladen. Fanny hat sich aber gewehrt dagegen. Mit einem Wellenseil müssen sie in die Bänne hineinzwängen. Otti hat traurig zugeschaut. Er hat gerannt und hat gesagt, am liebsten würde ich den Kopf unter das Rad von diesem Jeep haben. Jetzt geht das Fanny noch vor mir fort. Das Ross hätte man doch noch sein lassen. Das hätten wir sicher vermögen, das Tier noch ein paar Monate zu futtern. Fanny kann ja nichts dafür, dass wir es nicht mehr brauchen. Auf diesem Hof jetzt nur noch sein, was rentiert. Was machen die denn mit mir? Ich bin ja auch nichts mehr wert. Ist
Statt zu einem Doktor ging man gescheiter in ein Schlachthaus, wenn man so schlecht zu Weg ist. Nein, nein. Da ist mir in den Sinn gekommen, wie ich einmal... Ich denke, etwa vor 20 Jahren war. Eine Mutti musste eine Kuh ins Schlachthaus jagen. Da war es ein Manöver, bis wir das Kroni nur zum Stallhaus gebracht haben. Es war, wie sie gemerkt hat, dass man sie wollte zum Metzger bringen. Bis in die Stadt hinein ist es aber gut gegangen. Ich musste nur wenig müssen jagen. In der Stadt innen ist sie aber dort zu Boden. Otti hat gesagt, lassen wir sie ein bisschen verschnaufen für eine Kuh, die sich zu laufen nicht gewohnt ist. Hat sie sich ja bis jetzt gut gehalten. Aber nach 5 Minuten hat er dir gesagt, so, jetzt müssen wir weiter, komm Kroni. Also Kroni hat nichts dergleichen getan. Otti hat gesagt, zwickern von eins über den Rücken hinein. Mir leid, aber ich habe ihr eins gegeben mit dem Stecker. Der Verkehr musste nämlich einen Bogen um mich herum machen. Der Otti hat an diesem Seil gezogen wie verrückt und gemeint, er könne das Kroni zum Weiterlaufen bewegen. Es war einfach nichts zu machen. Die hat nicht mehr wollen. Die Frau hat zum Fenster aus zugeschaut, wie wir mit dieser Kuh gehantiert haben. Ist er mit Zuckerli gekommen, Schokolade. Die Kroni wollte von beidem nichts wissen. Otti hat gesagt, gebt ihr den Schokolade gescheiter dieser Frau da. Und hat mich gemeint. Das hat sie aber nicht gemacht. Warum Kroni hat sie nicht gegeben? Ein älterer Mann ist gegen Gras abreißen, hat er es gebracht. Das hat sie gefressen, aber aufgestanden ist sie gleich nicht. Ein Student hat es mit Streicheln und Zureden probiert. Da hat sie aber auch nicht gehört. Kuh, Kuhli, hat er immer geküdert. Otti hat gesagt, Ina, das Kroni ist halt einfach anders als mir. Das macht eine Pause, wenn sie es dünkt, dass sie gehen nachher mir. Krampfen halt immer, bis wir fertig sind mit der Arbeit. Einer von der Heilsarmee kam zu laufen. Otti hat gesagt, vielleicht bringt sie den auf bei. Wollt sie nicht mehr, hat er gefragt. Die liegt schon 20 Minuten und will nicht mehr weiter, sagt der Otti. Er von der Heilsarmee hat den Hut gelüpft und den Haar gekratzt. Ich habe gedacht, was überlegt sich echt der? Die Heilsarmee hat sicher keine Erfahrung mit Kühen, die nicht mehr weiter wollen. Er ist jetzt zum Kroni angegangen und hat ihm etwas ins Ohr geküschelt. Otti hat auf den Stock gelacht. Ist sie einfach müde oder ist sonst etwas, hat er gefragt. Und die hat gesagt, ich weiss es auch nicht. Bis in die Stadt hinein ist sie gut gelaufen, aber plötzlich ist sie zu Boden und seitdem hat sie nicht mehr aufwollen. Der andere ist zum Kroni angegangen, hat ihr gekütert und hat sie gestreichelt. Und mir ist die Kuh langsam auf die Nerven gegangen. Ohne dass ich es gemerkt habe, hat er plötzlich eins gegeben mit dem Stecken. Das Kroni. Ist es angeklopft, dass es gerade auf die Beine gesprungen ist. Der von der Heilsarmee hat natürlich gemeint, Kroni sei wegen ihm aufgestanden. Aber der Otti hat doch gesagt, Lina, wegen dir ist sie aufgestanden. Du hast ihr im richtigen Moment eins liegen. Du hast einfach ein Gespür für so etwas. Eigentlich hätte ich ja gerne eine Familie gehabt. Aber jetzt in Gottes Namen. Vielleicht hätte es einfach so müssen sein, dass wir keine Kinder bekommen haben. Ich hätte ganz gerne eins adoptiert. Aber Edi hat nichts wollen wissen von dem. Da weiss man nie, was aus denen einig wird, hat er gesagt. Ich will mich einig nicht ärgern, aber ein Mensch,
Wat je eigentlich nu da geht. Was waren dann wirklich schlechte Zeiten. Aber irgendwie war man gleich zufriedeniger als heute. Wenn die jungen Leute heute mit so wenig Geld müssten auskommen wie wir, dann nehmen wir ein Theater. Gottlob habe ich noch meinen Garten. Was ich doch aus dem Garten alles rausgeholt habe. Salat haben wir das ganze Jahr immer selber. Und man hat ja heute auch für so einen Säubler. Das ist ja lange nicht so gut wie der eigene. Ah, Blumen. Hat er die nie besonders Freude gehabt. Nur Gladiolen haben ihm gut gefallen. Gladiolen sind die schönsten Blumen, hat er auch gesagt. Die roten Gladiolen fallen ihm am besten. Edi habe ich letzten Frühling zu ihm gesagt, wenn du noch mehr Gladiolen willst, musst du es nur sagen. Mach dir schon einen Nordplatz. Nein, hat er gesagt, so viel wie wir jetzt haben, ist gerade richtig. Und die bleiben mir gerne am gleichen Ort, solange ich noch lebe. Ich wäre gut aufgeregt, für wieder mit den zwei jungen Frauen von den Zeugen in den Hofas zu reden. Und letzte Woche am Nachmittag Leute. Als ich die Türen aufgetan habe, hat die Ältere von denen gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen einmal werden können im Frieden miteinander leben auf dieser Welt? Ich habe gesagt, hört, ich bin gerade am Himmel geritten. Aber kommt doch rein, es ist ja so unfreundlich draussen. Stuben innen hat sie die Bibel vorgenommen. Und daraus anfangen vorlesen. Aber sie hat immer gesagt, ich brauche gar nichts zu glauben von dem, was sie sagen. Wir sollen mir nur Zeit nehmen, für mir alles genau zu überlegen. Aber sie können mir sagen, dass sich auf der Welt alles bis ins letzte Detail genau so abspiele, wie es die Bibel vorausgesagt hat. Die andere hat gefragt, glaubt ihr, dass es die Sintflut einmal gegeben hat? Ich habe studiert. Und sie gefragt, ob sie ein Tee nimmt. Aber sie hat gerade gesagt, sollen wir auf keinen Fall Umstände machen. Von Art habe ich das Gefühl gehabt, sie wäre auch zufriedeniger, wenn ich würde sagen, ich glaube, dass es die Sintflut gegeben hat. Sie hat ja richtig gestrahlt, als ich das gesagt habe. Dann hat sie erzählt, wie das zu und her ging, bevor die Sintflut kam. Gott hat nämlich die Menschen alle gewarnt vorher. Aber viele haben nur blöd gelacht und gesagt, das ist doch uns gleich. Aber die Sintflut kam. Und dann ist etwas Interessantes passiert, hat die Frau gesagt. Gott hat nämlich die Türen von Noah seiner Arche selber zugetan. Und die, die blöd gelacht haben, sind draussen für immer. Ich habe gedacht, bei der nächsten Arche haben sie gedacht, sowieso automatische Türen. Hat der liebe Gott schon wieder eine Arbeit weniger zu erledigen. In halbleinigen Kleidern war der Otti ein schöner Mann. Wenn er die Dank hatte, hat er am meisten dargestellt.
Für den Money-Merit hat er sie nicht mehr angelegt. Einmal habe ich mit ihm und dem Sophie mit. Die vielen 100 Monine vergisse ich nie mehr. Hat es nicht richtig gekostet, mir ist je etwas gehört. Muss man sofort eine Bettflasche machen. Man riert nämlich immer so an die Füße. Trotzdem, dass wir gerne gut geheizt haben.